Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sneak Preview Review. Dieses Mal zu Maggies Plan. Wieder ein Film, der kein vernünftiges Ziel hat und der wieder irgendwie mehr oder weniger einfach bloß eine Episode aus einem Leben beschreibt. Worum geht's da? Da ist Maggie. Maggie lernt dann einen Mann kennen, zufälligerweise im Uni-Bezahlbüro, weil sie hat 2 Schecks bekommen, er hat keinen bekommen und sie haben nachnamensmäßige Ähnlichkeiten und da könnte sowas vorgefallen sein. Dann treffen sie sich mal wieder, unterhalten sich ein bisschen. Er will einen Roman schreiben, gibt ihn ihr zu lesen. Sie ist total begeistert, verliebt sich in ihn, er verliebt sich in sie. Ja, nebenbei hat sie allerdings schon einen Plan, wie sie sich künstlich befruchten möchte. Von einem Typen, den sie aus dem College kennt, der jetzt Gurken verkauft. Gurken bayerischer Art. Ich wusste nicht, dass es in Bayern eine spezielle Art, saure Gurken einzulegen gibt, aber meine Güte, die Amerikaner wissen da bestimmt mehr als wir in Deutschland. Ich hab gehört, die Gurken muss man auszuzeln. Ja, auf jeden Fall. Von dem Typen würde ich kein Kind haben wollen. Wenn ich eine Frau wäre und darüber nachdenken würde, mich künstlich befruchten zu lassen, nicht von dem. Auf jeden Fall, sie spannt ihm dann seiner Frau aus, obwohl er ja schon 2 Kinder hat und pipapo und Zeitsprung. 3 Jahre später anscheinend, weil die haben jetzt ein kleines Kind, das ungefähr 3 Jahre alt aussieht. Ich habe mich da von mehreren Damen beraten lassen. Und auf jeden Fall, jetzt ist sie nicht mehr glücklich. Nicht mehr so richtig glücklich. Auf jeden Fall. Und dann kommt sie auf die Idee, dass sie sich um alles kümmert und er nur an seinem Buch rumschreibt, das er schon vor 3 Jahren geschrieben hat und immer noch nicht fertig ist und es wird auch immer schlimmer und es wird nicht besser. Ich meine, die Hauptdarstellerin trägt immer hässliche Kleidung und keine Ahnung. Also mir ist sie nicht sympathisch. Allerdings sind es alle anderen Charaktere des Films auch nicht. Julie Moore spielt eine Frau, die mit, das soll wohl dänischer Akzent sein, spricht und Psychologin ist und Bücher schreibt und Vorträge hält und sowas auf jeden Fall. Irgendwann kommt Maggie dann auf die Idee, einen Plan zu machen. Für die Leute, die sich anschauen wollen, möchte ich eigentlich nicht verraten, was dieser Plan ist. Aber irgendwie hat es was damit zu tun, ihren Mann loszuwerden und ja. Am Ende gibt es dann nochmal einen Zeitsprung 2 Jahre in die Zukunft und dann sieht man, was daraus geworden ist. Es ist irgendwie größtenteils alles vollkommen belanglos. Ich habe mehrmals auf meine Uhr geguckt, wie spät das ist. Wir waren kurz nach 10 raus. Das heißt, der Film war eigentlich relativ kurz. Schätzungsweise sowas um die 90 Minuten. Ja, es ist halt Es war komisch mit einer Frau, die immer alle Äste und Sette falsch ausprägt und ja, nee. Ich empfehle den Film jetzt nicht zwingend. Auch wenn es so aussieht, als hätte er bei irgendwelchen Filmfestivals Preise oder wenigstens Nominierungen für Preise abgegriffen, aber das sagt gar nichts. Die belohnen häufig total beschissene Filme. Und damit bis zum nächsten Mal.